Ja, nach der schönen Ansprache von Herrn Buchholz möchte ich um Verständnis bitten, dass ich nicht so frei spreche, sondern meinen Text ablesen werde. Im Namen der Familie Henschel möchte ich Sie jetzt auch noch mal herzlich zur Eröffnung der Ausstellung Form und Farbe begrüßen. Für viele merklich hatte sich unser Vater ja in den vergangenen 13 Jahren immer mehr von der Öffentlichkeit und den Menschen zurückgezogen. So erwischte ihn Frau Lehmann im Frühjahr 2014 in einem guten Moment, als sie ihn fragte: Herr Henschel, wollen Sie nicht wieder einmal eine Ausstellung in Rathenow machen? Er antwortet darauf schwungvoll: Ja, wenn meine Tochter und mein Enkel Mirjam auch mitmachen. Mein Sohn war damals 9. Und nach kurzer Beratung beschlossen wir, diesen Schwung zu nutzen. Und so konnten wir dann im August gleichen Jahres die Ausstellung Bilderei der Henschel 3 im Torhaus in einer sehr herzlichen Atmosphäre eröffnen. Ich bin im Nachhinein noch sehr dankbar für diesen Anstoß, den Frau Lehmann gegeben hat, denn was wir damals alle noch nicht wussten, dies sollte die letzte Ausstellung sein, zu der er selbst anwesend sein konnte. In gewisser Weise erlebten wir dort einen Abschied von dem öffentlich auftretenden und wirkenden Künstler Gerhard Henschel, so wie wir ihn kannten. Die Diagnose Demenz, die ihm im Februar 2016 gestellt wurde, traf uns alle sehr hart und es hat lange gebraucht, bis wir diese Tatsache wirklich akzeptieren gelernt haben. So lange wie möglich wollten wir ihm ein eigenständiges Leben und Verbleiben in seiner eigenen Wohnung ermöglichen. Im Sommer 2017 zeichnete sich jedoch ab, dass er mehr Hilfe benötigt, als ihm daheim gewährleistet werden kann. Und so bezog er im November 2017 ein Zimmer im Pflegeheim auf Hermannswerder in Potsdam, wo er sich gut eingelebt hat und sich sehr zu Hause fühlt, da er auch dort die Dinge in für ihn erreichbarer Nähe hat, die ihm immer wichtig waren, die Natur und das Wasser. Wir jedoch standen nun vor der herausfordernden Aufgabe, seine Wohnung und sein Atelier aufzulösen. Es war uns immer deutlich, dass unser Vater ein intensiv schaffender Künstler gewesen ist, für den es im eigentlichen Sinne keinen Feierabend gab, der sein Skizzenbuch auch im Urlaub selten aus der Hand legte und dessen Atelierlicht auch in vielen Nächten lange brannte. Aber erst jetzt, beim Durchsehen der zahlreichen Mappen und dem Sichten der Regale, wurde uns klar, wie umfangreich sein künstlerisches Werk ist. Dies alles zu sortieren, zu sichten und dann der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Dass wir nun so schnell, nach den doch sehr kraftraubenden Monaten der Wohnungsauflösung, die erste Ausstellung eröffnen, haben wir der Kirche Rathenow zu verdanken, die uns diesen Termin angeboten hat. Wir selbst hätten vermutlich nicht so schnell die Initiative ergriffen. Wir haben in der recht kurzen Zeit der Vorbereitung vorwiegend bereits gerahmte Arbeiten herausgesucht, und so ist ein interessanter Querschnitt durch seine Techniken und Schaffensperioden entstanden. Diese Ausstellung sehen wir als Auftakt zu hoffentlich noch vielen weiteren, denn es gibt noch so einiges zu entdecken, was in den Mappen schlummert und ans Licht und angeschaut werden möchte. Als ich unseren Vater kurz nach seiner erhaltenen Diagnose auf einem Spaziergang fragte, wie es ihm damit geht, sagte er mit dieser für ihn typischen ausladenden Handbewegung: Solange ich das Blau des Himmels und das Grün der Bäume sehe und daran solche Freude habe, habe ich keine Sorge. Diese Worte versöhnen mich bis heute. Vielleicht kann er das, was er sieht, nicht mehr in Bildern umsetzen, für uns übersetzen. Er hat das einer Freundin der Familie gegenüber einmal so nett ausgedrückt: Das konnte ich mal. Aber das Wissen habe ich an den großen Chef schon zurückgegeben. Aber er wird, solange es seine Augen zulassen, schauen. Entschuldigung. Diese Worte versöhnen mich bis heute und er kann das, was er sieht, vielleicht nicht mehr in Bildern umsetzen und für uns übersetzen, aber er wird schauen können. Und so lade ich Sie nun ein, auch mit Freude zu schauen auf das, was Gerhard Henschel so reichlich für uns geschaffen hat, um sich nun von den Schaffenden zu uns, zu den Schauenden zu gesellen. Danke.